Hallihallo, Grobi hier. Ja, ich möchte noch mal auf Sea of Thieves gehen und die Tagesevents versuchen durchzuhauen. Ja, ein Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben wäre mir recht. Daumen nach unten. Ihr kennt mir ein Feedback in die Kommentare. Man kann nur besser werden. Viele Grüße an euch alle. Ich hoffe, ihr seht mich alle gut. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Und der ist für euch. Und ansonsten würde ich sagen, einen besonderen Gruß an Nadine, das ist die bessere Hälfte von unserem Raffi. Ich hoffe, du hast Spaß beim Zuschauen. Ich werde mir große Mühe geben. Natürlich meine ich alle damit, ganz klar. Ja, heute hat man ja noch mal Glück gehabt mit dem Wetter. Das war ja nicht schlecht. Gott, die Musik ist ja geil, ne? Da kann man ja auch nichts gegen sagen, aber ich muss das schon ein bisschen leiser machen. Und ich hoffe, die Filter sind alle eingestellt, optimal, tonmäßig, weil das Mikrofon ist doch schon arschempfindlich. Ja, wiederum blenden mich schon wieder die Streamlichter. Aber egal, das soll mich nicht davon abhalten, die Tagesevents durchzuziehen. Ich hoffe, dass die auch in Ordnung sind, dass man die auch leicht durchknallen kann. So, dann werden wir mal gucken. Ja, guck mal, da haben wir doch schon Sachen, die wir gut gebrauchen können. Zack, das auch. Hallo, welch Seltenheit wert. So schönes Wetter. Naja, da hinten kommt schon wieder die dicken Wolken mit Blitz und Donner. Aber soll's. Hi, Larina. Dann wollen wir mal gucken. Sammeln wir erstmal wieder ganze Equipment, was wir so brauchen. Den raus, den rein, den auch wieder rein. Wunderbar. Ah, das ist auch schon gut. Maden. Da müssen wir mal wieder Maden-Gedonny angeln. Naja. Da. Sag mal hier. Hast du irgendwas angeboten, so günstig oder sonst? Nein. Bis nächstes. Na. Einmal gucken, jawohl. Oh, da haben wir auch schon wieder was Leckeres. Oh. Ich verstehe nicht, warum die nicht auch das Ding hier abgeben. Nee, warte mal, hier ist es kein unterwegs. Ich glaube, das kriegt Larina, ne? Teste mal eben kurz aus. Ich glaube, entweder bei dafür hier. Nee, der nimmt die auch nicht an. Ich denke mal, Larina nimmt die an. Das ist nämlich hier irgendwie. Ja, das ist doch mal hier. Auch schon wieder ein bisschen was verdient, für nichts tun. Da waren wir ja gerade. Da ist noch fest hier. Guck mal, da nehmen wir den auch noch raus, nehmen wir den wieder rein, nehmen wir den auch wieder rein. Wunderbar. Ja, hier war nichts. Dann muss ich doch mal hier vorne hingehen. Hätte. Zack. Was habe ich denn hier? Ah, habe ich schon 5 Stück. Also hier war also auch nichts. Ja. Dann denke ich mal, dann war es das. Erstmal, dann gehen wir erstmal schön aufs Schiffchen. Und dann da. Da haben wir es. Grobi Gaming, der legendäre Seefahrer, Captain Grobi Gaming. Ja, Mann. Und sonst hier noch nichts da. Nee, alles klar. Dünne, dicke Made. Nein, die wollen wir nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Okay. Sehr gut. Der ist leer. Okay. Ja, ich denke mal, wir haben alles. Oh doch, einer ist noch unterwegs. Sehr gut. Also, PvP bin ich Niete, das wisst ihr ja.
Ich halte mich also jeden Streit hier raus und versuche immer wieder abzuhauen. Und Grobi Gaming steht da, wunderbar. Dann wollen wir mal schauen. Erstmal machen wir mal die Luken hier dicht. Zack, Lampe aus. Und gucken auf die Karte. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir es. Dann da. Ja, dann lass uns mal schauen. Piratenlogbuch. Season 12. Okay. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Gehen wir mal ein zu. Also, Season endet in 3 Wochen. Ja. Event. Oder mal gucken. Repariere einen Teil deines Schiffs, um diese Tat abzuschließen. Hab auf jeden Fall ein paar Holzplanken zur Hand. Mein Gott. Immer wieder. Gib deinen inneren Feuer nach und verbrenne ein Skelett oder ein Phantom, um diese Tat abzuschließen. Mein Gott, jetzt habe ich irgendwie ein besonderes Event. Diese wären Flaggen der Freundschaft, Bündnisse mit anderen Spielern, um durch die Einnahme mehr Gold und Asche zu erhalten. Und der Nachflut freischalten. Verbinde dich mit einer anderen Crew und bilde ein Bündnis, um den Krieg der Krug der Nachflut freizuschalten. Gucken, wenn ich irgendwie einen habe. Englisch kann ich nicht. Dann muss ich eben halt. So, ja. Wir nehmen aber auch nochmal eben hier eine Seefahrt an. Eins reicht. Und jawohl. Ja gut, dann werden wir doch mal Anker lichten. Und ich glaube mir, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich machen soll. Das ist dann nicht mehr normal. Repariere einen Teil deines Schiffchen, okay. Und irgendwelche Skelette verbrennen. Habe ich überhaupt so Kugeln? Ja, eine. Na gut. Okay, dann volle Kraft voraus. Dann muss ich jetzt das Schiff extra wieder ein bisschen kaputt machen, damit ich mein Event hinkriege. Naja. Und hier oben leuchtet die Sprechblase. Sprechblase, also hört man mich. Naja, gut. Können natürlich noch eine Stufe höher machen. Na, was ist? Aha. Jetzt geht's wieder runter. Ich finde das immer so geil. Ich habe diesmal meine Haare richtig kurz geschnitten, weil mir langsam blöd war, ewig. Naja. Einigen finden das wahrscheinlich zu kurz. Ich finde es zwar auch zu kurz, aber ist praktisch. Vor allen Dingen im Sommer. Naja, Sommer kann man das ja jetzt auch nicht nennen. Ja gut, jetzt kommt wieder die geile Musik. Ich finde das immer so richtig cool, wie der, ja, das ist, da kriege ich Gänsehaut, ne? Halten. Zack. Los, los. Ja, bis jetzt sieht das nicht nach Schiffchen da aus, oder? Was ist das da hinten? Nein. Na gut, wir gehen uns mal was haben wir denn da hinten? Okay. Aber wieder mal Gewitter. Ach, das ist doch. Okay, wir gucken jetzt mal die Karte an. Okay. Ah, komm, dann
bisschen näher können wir noch gehen. Boah, das Gewitter, das geht schon auf Nerven. So, dann drehen wir den mal ein bisschen. Und geben mal ein bisschen Gas. Bisschen näher da dran, so dass ich das Schiff hier auch wieder ganz machen kann. Okay. Ja, ist halt nochmal ein bisschen gewählt. Ich muss mein Schiff zerstören, also ein bisschen so ein paar Löcher reinmachen. Mal die Planken nehmen, wo haben wir das Loch? Da haben wir das Loch. Und das müsste oben gleich rechts oben aufleuchten. Da ist noch ein Loch. Ah, das ist der 1000. Haben wir schon. Okay, da waren halt zwei Löcher. Und das Wasser ist draußen. Halten wir mal fest. Und nochmal die Karte rausholen. Das ist die große Insel. Da müssen wir vorne an der Spitze hingehen. Und da hinten, alles gut. Nehmen wir erstmal das da hin. Zack. Ich glaube hier. Nein. Ich glaube hier. Nein. Oh Gott. Aha. So, dann haben wir doch mal den. Autsch, autsch, wartet doch. So, ja, 3000 haben wir gesagt. Also, regulär hatte ich jetzt eigentlich irgendwie die Events geschafft. War ein kurzes Vergnügen. Sehr gut. Wir gehen noch direkt mal rüber. Kann man auch tauchen hier? Nein. So tief ist das hier nicht. Das stellen wir mal hier hin. Andere Schatz war, glaube ich. Was ist das? Also ein Hühnchen. Hier hin. Nein. Wart hier. Ah ja. No, du. Hau ab. Ja. Zack, da haben wir alles. Was haben wir denn hier? Lagerliste. Könnte man eventuell. Na, für ein Geräusch. Nehmen wir doch mal alles mit. Auch mal dahin. So. Den Schatz auch noch mitnehmen. Können wir noch unter Wasser mal gucken, ob da irgendwas ist. Da glänzt auch wieder was. Mein Gott, da haben wir doch wieder. Eieiei, das Gewitter kommt schon wieder näher. Was haben wir denn da? Das ist doch interessant, wenn das so intensiv groß dick ist, ist das doch nur eine Schatztruhe. Und zwar, naja, da wieder hoch. Truhe ist Truhe. Zu Ohren bekommen, dass meine Videos zu langweilig sind. Naja gut, dann ist das so. Ich mache hier nur das, was man mir hier sagt, also die Events. Richtig Action und so weiter erleben wir nur, wenn wir im Team wieder unterwegs sind. Dann
lassen uns ja auch auf Kämpfe ein und Megadolon oder wie der heißt oder das und jenes. Ja. Also man ist zackig und hört ihr? Alter, war doch noch was. Ja. So, und natürlich unsere Lagerkiste. Und ich meine, ich hätte da hinten gerade noch ein Schiffchen gesehen, aber das tendiert mich sowas von. Schnell weg. Na, da ist das Schiff. Das ist ein großes Schiff. Dann aber jetzt schnell weg hier. Außenposten Century. Außenposten Jäger 2. Ja, dann müssen wir Nordwest. Was? Ich glaube, die haben die Dinger nicht zugemacht. Was hinter mir, ne? Ne? Da war vor mir. Wo muss ich den hinter mir nehmen? Mütterversteck können wir auch eben schnell hinfahren. Jo. Südost. Südost. Noch mal eben kurz. Das ist hier komplett rum. Oder stehen die schon da? Ne. Da muss ich hin. Weiß ich doch schon. Ja, schon. Falsch an. Ah ja, okay. Ist nicht schlimm, dann packen sie mich halt. Hauptsache, ich habe da meine Kisten abgegeben. Hallo. Zack. Und die nächste Kiste. Aber dann schneller da, als ich denke, ne? Also, geht ruckzuck. Thank you.
Bitte schön. Hol ich noch die andere Kiste und dann ist, glaube ich, soweit, dass ich da mal wieder Land gewinne. Bevor die mich da wieder packen, das ist eine Galeone, ne, die da ankommt. Und da hat man überhaupt keine Chance. Vom Oberattack ab. Was machen? Nein, ne? Nee. Das ist schön. Angebote. Ketten der Flamme. 3,45. Kompanie. Ist ja schön, ne? Die Kanonenkugel. Kanone. Aber, naja. Was kann man denn hier machen? Da, ihr Lieben. Und schon haben wir alles erledigt. Das war's dann wohl. Tagesevent erledigt. Da kann ich doch nur sagen, ich muss mich dann so hinstellen. Da kann ich dann nur sagen, war mal wieder schön. Kurzes Vergnügen, hat Spaß gemacht. Doch einfach, als ich mir gedacht habe. Ich weiß jetzt noch nicht, wo die Galeone ist, aber die ist bestimmt hier auf dem Weg. Da würde ich doch mal sagen, ja, wir haben bald Wochenende. Kommt gut in den Freitag hinein. Mir geht's auch ein bisschen schon besser, Gott sei Dank. Und dann leicht Erkältung gehabt und das leicht, die hat sich ganz schön reingesetzt. Aber egal, man weiß ja auch nie, was man anziehen soll bei so einem Wetter. Ja, immer kalt, dann wieder warm und wir haben Juli. Aber ich bedenke, 2015, 16, da hatten wir über 30 Grad, sind wir für Hitze eingegangen. Aber egal, das ist jetzt alles egal. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ein Abo wäre nicht schlecht, Daumen nach oben wäre mir recht, Daumen nach unten, ihr kennt mich, ein Feedback in die Kommentare, man kann ja nur besser werden. Also, dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.